Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und ich funkel immer so schön vor mich hin, denn ich trage wundervolle Stücke von meinem Punkt, die ich wirklich, ich liebe diesen Schmuck und ich freue mich immer, wenn ich euch da auch was zeigen kann, wie auch in diesem Monat. Und im Moment ist eine richtig coole Aktion, deswegen bin ich hier ein wenig mehr behangen, denn Ketten sind im Angebot nur bis zum 30.06. Es gibt aber auch so immer wieder richtig coole Rabattaktionen, bei denen ich schon das ein oder andere auch selbst geschnappt habe, weil ich wirklich diesen Schmuck so toll finde. Ich liebe den, trage Komfort einfach, weil ich bin so ein Dauerträger. Wenn ich einmal Schmuck anlege, dann bleibt der meist auch erstmal dran. Deswegen sage ich auch immer dazu, ich trage den dauerhaft, ich trage den beim Schlafen, unter der Dusche und auch zum Beispiel diese Ketten, die ich euch ja auch beim letzten Mal so ein bisschen vorgestellt habe, oder hier, das ist so eine meiner allerliebsten Ketten, die ich hier umhabe, und die sehen immer noch so wunderschön aus. Ich finde, dieser Silberschmuck, wir haben ja 925er Sterling Silber, der funkelt einfach so traumhaft schön. Und wie gesagt, im Moment nur die Ketten, vielleicht aber nächsten Monat dann auch wieder richtig tolle Rabattaktion, die ich euch dann meist auch bei Instagram oder so teile, weil es da halt ein bisschen schneller geht. Und wenn ihr zuschlagen möchtet, mein Code ist Katrins Welt. Ich blende euch den natürlich ein, steht aber auch alles unten in der Infobox. Denn das Coole an diesem Code ist, dass ihr weltweit Versandkosten sparen könnt und wie gesagt, den einfach mit den Rabattaktionen kombinieren und dann zahlt ihr keine Versandkosten. Ich sage immer dazu, ich hasse Versandkosten. Ich bestelle dann immer noch das ein oder andere mehr, was man vielleicht auch nicht so unbedingt braucht, wie dass ich nur Versandkosten zahle. Deswegen finde ich das richtig cool. Wir haben nämlich unterschiedliche Preiskategorien, zum Beispiel auch, schaut mal, die habe ich aus der Kinderabteilung in Anführungsstrichen, einfach so kleine Stecker für die Ohren und dann je nachdem, wenn es dann 40% oder sowas gibt und dann keine Versandkosten, hat man die sich halt mal rucki zucki auch geschnappt. Und ja, ich blubber und blubber, ich habe hier Zuwachs neben mir stehen und ich hoffe, ich habe wieder auch gut für euch ausgesucht, weil ich natürlich auch immer hoffe, dass wir so einen gemeinsamen Geschmack teilen. Natürlich bin ich im Moment in diesem strahlenden Silber einfach, weil ich finde, ich liebe diesen, das strahlt so. Aber es gibt natürlich auch Roségold, da hatte ich noch gar nichts. Schreibt mir mal gerne, ob ihr schon mal Roségold-Schmuck von meinem Punkt hattet. Der würde mich ja auch mal interessieren, weil ich trage halt alles. Oder Goldschmuck gibt es natürlich auch da. Da habe ich euch am Anfang auch ziemlich viel gezeigt von, weil ich Goldschmuck halt auch unheimlich gerne mag. Wie gesagt, im Moment ist einfach dieses Funkeln von Silberschmuck, dass mich wie eine Elster anzieht. Und deswegen gibt es auch wieder was in Silber. Und ihr seht mich ja häufiger auch hier behangen an meinen Ärmchen. Deswegen diesmal leider, das wäre schön passend gewesen, keine Kette dabei zur Aktion. Aber eine kleine Kette für um den Arm quasi kann ich euch zeigen. Und wie gesagt, wenn das jetzt keine Aktion ist, wo ihr irgendwas auf der Wunschliste habt oder was ihr gerne haben möchtet, dann wartet einfach bis zur nächsten Aktion. Mein Code ist dauerhaft gültig und ich sag nur immer, es lohnt sich halt ein bisschen mehr auf Aktionen zu warten. Und jetzt kommt hier mein Zusatzarmbändchen einmal daher. Und ich habe ja gesagt, ich liebe diese Kugelarmbänder. Und oh Gott, in das hier habe ich mich auch so verliebt. Das sieht man, glaube ich, so am besten. Ich blende es euch aber auch nochmal größer ein, damit ihr richtig schauen könnt. Und wirklich, seid nicht geblendet von diesem wunderschönen, strahlenden Glanz. Das hier ist auch ein Kugelarmband, auch da alle Links unten. Und das ist richtig toll gemacht. Ich verstecke mich mal, weil ich glaube, dann könnt ihr das richtig gut sehen. Da ist eine richtige Silber,
Armbandkette auch hier einmal drin, wo dann diese silbernen Perlen aufgesteckt sind, also drüber gezogen sind. Und ich fand das so schön, weil das halt größere Perlen sind zu den kleinen Armbändchen, die ich halt hier habe, oder den Armreifen. Die sind ja immer super praktisch auch für schnell drüber zu ziehen. Das sage ich auch immer dazu. Ich muss halt wegen der Arbeit, darf ich keine Armbänder tragen. Deswegen ist das natürlich für mich super praktisch. Aber während ich euch hier zuquassel, versuche ich einmal hier dieses Armband zuzumachen. Und Leute, können wir mal bitte, das ist richtig cool gemacht, dass wir hier so eine große Öse haben, also so einen großen Verschluss haben, weil natürlich Armbänder sind immer so ein bisschen tricky, finde ich, wenn man sich die selber umlegt. Und deswegen ist das hier gerade richtig schön praktisch, weil das richtig einfach damit geht. Und hier einmal am Arm geht es, oh, ich liebe das, ich liebe, wie sich das so füllt, und so ein paar mehr Armbändchen finde ich einfach schön, gefällt mir sehr gut, gerade im Sommer jetzt auch, wenn wir haben jetzt so die ersten Sonnenstrahlen im Moment vor Ort quasi und ich genieße sie, ich hoffe ihr auch da draußen, und da funkelt der wirklich, dieser Schmuck nochmal im Sonnenlicht, oh, ist wunderschön. Und mein Punkt Schmuck ist immer, sage ich auch dazu, das ist einfach so ein Hingucker. Also wie oft ich auf diesen Schmuck angesprochen werde oder wirklich die Leute da drauf schauen und sagen, oh, der Schmuck ist so schön. Ich war letztens mit Antje auch, das habt ihr vielleicht mitbekommen, auf einer auf einem Buchrelease, und da durften wir auch selber Armbändchen basteln, was auch so schön war. Auch der Tag mit Antje war einfach so, so, so toll. Und wie gesagt, wir durften uns dann auch Armbändchen basteln und ich das natürlich auch bei meinem Punkt Schmuck dazu getan. Und jeder so, oh, auch der andere Schmuck, das ist alles so schön, ne? Und waren richtig begeistert auch von diesem Mein Punkt Schmuck, ne? Ich sag das nur dazu, weil ich halt so, so häufig auf diesen Schmuck angesprochen werde. Was auch immer so ein kleiner Blickfang ist, sind Ohrringe, weil da hat Mein Punkt auch, oh mein Gott, so eine tolle, tolle Auswahl und so schöne Stücke. Und da habe ich diesmal was rausgesucht. Da bin ich auch gespannt, ob die euch gefallen. Die befinden sich einmal hier in diesem Döschen, was ich jetzt einmal öffne. Und einmal so schauen die nämlich aus. Und die fand ich so, oh, so elegant, schön. Und ich würde mir tatsächlich eher selten von anderen Marken oder anderen Firmen so große Ohrringe aussuchen, weil die halt immer schnell sehr schwer sind, wie ich finde. Und hier seht ihr, wie filigran das wieder gearbeitet ist, ne? Also ganz dünn, ganz fein, und die sind wirklich, die sind so leicht einfach, dass die so angenehm zu tragen sind, obwohl sie immer so ein bisschen wuchtiger quasi aussehen oder gröber aussehen, aber die sind so leicht, und deswegen hier bin ich mal gespannt, wie die letztendlich an meinen Ohren aussehen. Hier merke ich gerade schon wieder, ich muss mal wieder in die Waschstraße. Das ist, wie gesagt, ich trage halt die Sachen immer ständig, und natürlich bleibt da auch Make-up und Schmutz ein bisschen dran hängen, und da gibt es ja auch diese tollen Reinigungssets zum Beispiel, wo ich euch auch schon mal vorgestellt habe. Und einmal angelegt, ich komme näher ran, sind das die Ohrringe, und ich habe extra so ein Tuch angesteckt, weil ich dachte, das hat so ein bisschen was, ich weiß nicht, das ist so dieses Feeling, was ich mit diesem Schmuck einfach verbinde. Man nimmt den Schmuck ja auch, um das Outfit so ein bisschen zu vervollständigen, aufzupeppen, und ich dachte, das mit so einem kleinen Bändchen sieht richtig nice aus, so ein bisschen Latina-Vibes, oder? Leute, schreibt mal gerne, aber ich lieb's auch in dieser Kombination mit den Ketten, mit den Armreifen, finde ich richtig, richtig schön, und das hier ist so ein komplettiertes Outfit in dem Falle, natürlich auch mit dem anderen Schmuck sieht das immer schön aus, aber hier, das finde ich so richtig schön passend. Hier habe ich übrigens so ein bisschen Glitter-Vibes noch am Start, und hier diese wunderschöne Kette, die mich immer, immer begleitet, auf der Karma steht, denn ihr könnt natürlich auch die Ketten und die Anhänger
teilweise, nicht alle, aber viele personalisieren lassen, was ich auch immer so ein schönes Geschenk finde. Und die habe ich einmal von meinem Punkt bekommen und personalisieren lassen mit Karma, weil ich an Karma einfach glaube. Und die ist so ein kleiner, ständiger Begleiter, der mich hier und da, auch wenn ich verärgert bin, so ein bisschen beruhigt, weil ich mir dann einfach immer so wieder in den Kopf hole, Karma regelt. Früher oder später, meistens sehr spät, aber irgendwann regelt das Karma. Und ne, deswegen ist das so ein kleiner, ständiger Begleiter, aber dann wisst ihr auch Bescheid, ne? Die kann man, wie gesagt, auch personalisieren lassen. Und ich finde auch, die Gravur ist so schön gestaltet, ne? Man kann natürlich auch einen Namen oder was einem gerade so ein bisschen am Herzen liegt, da eingravieren lassen. Und ja, ihr Lieben, das waren die zwei Stücke, die bei mir neu eingezogen sind, die ich euch zeigen wollte. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, an dem Geschnatter wieder mal, was bei mir ja immer automatisch mit dabei ist. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, im Moment gibt es dann auf Ketten 40%. Und wer alle anderen wunderschönen Schmuckstücke vielleicht demnächst schnappen möchte und jetzt gerade keine Kette möchte, der kann ja noch ein bisschen warten. Ich glaube, da kommt auch wieder eine coole Rabattaktion. Und ihr Süßen, ich kleine Schnattertante, winke euch einmal zu, schick ganz viel Liebe raus an euch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.